CSU-Chef Markus Söder hat seine Partei im Wahlkampfendsport vor der Bundestagswahl auf Unionskanzlerkandidat Armin Laschet von der Schwesterpartei CDU eingeschworen. Die Christsozialen stünden zu 100% hinter Laschet, sagte Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Mit seinen Worten widersprach Söder Einlassungen anderer CSU-Spitzenpolitiker über Laschet, der in Umfragen schwächelt. Auch die Unionsparteien stehen in Umfragen vergleichsweise schlecht da. Söder warnte eindringlich vor einer Bundesregierung unter Beteiligung der Linkspartei. Wir werden den Linken zeigen, dass wir noch nicht aufgegeben haben. Liebe Freunde, lasst uns kämpfen. Lasst zeigen, dass wir es noch können. Geschlossenheit bei uns, Geschlossenheit mit Armin Laschet, aber auch Entschlossenheit. Wir wollen Wahlen gewinnen. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe keinen Bock auf Opposition, liebe Freunde. Bei seiner Wiederwahl als Parteichef bekam Söder unerwartet einen Dämpfer. Er erhielt nur 87,6% der Stimmen. Bei der vorangegangenen Wahl vor 2 Jahren hatte er noch 91,3% bekommen.